Herzlich willkommen bei Mathepunk. Gewinnchancen beim Lottospielen mit Systemscheinen. Lottovollsysteme. Auf einen normalen Lottoschein kann man genauso viele Zahlen ankreuzen, wie Kugeln gezogen werden. Also, wenn wir zum Beispiel 6 aus 49 spielen, dann können wir auf einem Lottoschein genau 6 der Zahlen 1 bis 49 ankreuzen und an der Lotterie werden ebenso viele Kugeln respektive Zahlen gezogen. Nun gibt es jedoch Lottoscheine, bei welchen man mehr Zahlen ankreuzen kann, als Kugeln gezogen werden. Hier ist zum Beispiel ein Schein für das Lottovollsystem 007. Bei diesem Schein müssen 7 Zahlen angekreuzt werden. Beim Lottovollsystem 008 tippt man 8 von 49 Lottozahlen und beim Lottovollsystem 009 sind es dann 9 und so weiter und das geht bis Lottovollsystem 012. Beim Lottovollsystem 012 müsste man dann eben 12 von 49 Zahlen ankreuzen. Ich wurde von einem Zuschauer gefragt, wie sich die Gewinnchancen beim Spielen mit diesem Lottovollsystem erhöhen. Beim Lottovollsystem ist es so, dass man einfach schaut, wie viele der n angekreuzten Zahlen richtig sind. Wenn also n gleich 12, also beim Lottovollsystem 012, wenn dort 5 von 12 angekreuzten Zahlen richtig sind, dann ist das so, wie wenn man auf einem normalen Lottoschein 5 von 6 richtige Zahlen angekreuzt hätte. Wenn man 10 von 49 Feldern ankreuzen darf, das heißt beim Lottovollsystem 010, dann ist die Wahrscheinlichkeit für 6 richtige um einen Faktor 210 erhöht. Es ist jedoch nicht so, dass die Wahrscheinlichkeit für 5 richtige ebenso um einen Faktor 210 erhöht würde. Tatsächlich ist es so, dass die Wahrscheinlichkeit für 5 richtige beim Lottovollsystem 010 nur um einen Faktor von rund 38 erhöht wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass man im Lottovollsystem 010 0 Richtige hat, ist nur halb so groß wie bei einem normalen Lottoschein. Hier ist eine Tabelle, die ich erstellt habe für Lottovollsysteme bis und mit Lottovollsystem 010. Diese Tabelle zeigt, um welchen Faktor die Gewinnchance größer ist bei diesen Lottovollsystemen. Nun stellt sich natürlich die Frage, wie man rechnerisch auf die Gewinnwahrscheinlichkeiten für diese verschiedenen Lottovollsysteme kommt. Ich habe in dieser Tabelle Gewinnwahrscheinlichkeiten in Prozent tabelliert für die verschiedenen Lottovollsysteme bis und mit Lottovollsystem 010. Dabei wird die Zusatzzahl in 6 aus 49 natürlich nicht berücksichtigt. Die Zusatzzahl, das ist 1 von 10, das ergebe dann einen weiteren Faktor von 0,1. Es stellt sich heraus, dass für die Lottovollsysteme die hypergeometrische Verteilung gilt. Ich habe vor kurzem ein Video zum Thema hypergeometrische Verteilung hochgeladen. Den Link zu diesem Video findet ihr in der Beschreibung dieses Videos. Die statistischen Größen, die in der hypergeometrischen Verteilung enthalten sind,
werden hier aufgelistet. Für Lottovollsystem 010 wäre also hier N gleich 10, N ist der Stichprobenumfang. Für das Spiel 6 aus 49 gilt N, das ist die Anzahl Kugeln, also die Grundgesamtheit, N ist 49, M ist die Anzahl Richtige, das heißt, wie viele Kugeln gezogen werden, Groß M ist 6, dann N, wie gesagt, ist der Stichprobenumfang, da kommt es eben darauf an, also auf einem normalen Lottoschein wäre klein N gleich Groß M, also 6. Und beim, sagen wir, Lottovollsystem 010 wäre N gleich 10. Und K ist die Anzahl Richtige, für welche die Wahrscheinlichkeit berechnet werden soll. Also wenn ich zum Beispiel will, die Wahrscheinlichkeit für 5 Richtige, dann wäre K gleich 5. Hier ist die Formel für die hypergeometrische Verteilung. Sie enthält die Größen N, Groß N, Groß M, Stichprobenumfang N und K. In meinem Video zur hypergeometrischen Verteilung wird erläutert, wie diese Formel zustande kommt. Dazu dieses Beispiel. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit bei 6 aus 49 mit dem Lottovollsystem 010 6 Richtige zu tippen? Ja, in der Formel ist stets N gleich 49 und Groß N gleich 6. Also das müssen wir einsetzen. Und dann, weil es das Lottovollsystem 010 ist, gilt N gleich 10. Und wir wollen ja wissen, wie das ist für 6 Richtige. K ist also 6. Und dann verwenden wir mit diesen Zahlen diese Formel für die hypergeometrische Verteilung. Und man erhält also M tief K, das ist 6 tief 6. Das ergibt einen Faktor 1, das kann man dann weglassen. Und dann N ist ja 49 minus M ist 6, dann 10 minus 6 und unten 49 tief 10. Ja, gut. Und diesen Faktor im Zähler, wie gesagt, das kann man weglassen. Man erhält dann 43 tief 4 im Zähler und Binomialkoeffizient 49 tief 10. Und das muss man jetzt noch ausrechnen. Dies wäre 43 tief 4 dividiert durch 49 tief 10. Ja, und da erhält man für die Wahrscheinlichkeit P ist 1,502 mal 10 hoch minus 5. Und dies entspricht, wenn ich das in Prozent rechne, das wäre dann mal 100%, das wäre 0,0015%, also ungefähr so viel.